Hallo Beauties, heute zeige ich euch ein Braut-Make-up, was eigentlich ohne Probetag gelaufen ist. Den Look haben wir eigentlich mit der Braut zusammengestellt, direkt am Hochzeitstag. Und hier ist es. Ich fange an mit Hydrating Primer und in der Mitte habe ich dann Mattifying Primer aufgetragen. Dann habe ich die Poren verfeinert mit Poreless Gel und dann wie gewöhnt Longwear Foundation. Mit Concealer helle ich Gesichtsmitte auf und mit einer dunkleren Foundation konturiere ich. Ich gehe über die Wangenknochen, in der Lidfalte, Nase, unter dem Kinn und auch die Stirn. Puder ist ein sehr wichtiges Produkt in Braut-Make-up, deswegen muss man das Braut-Make-up sehr, sehr gut fixieren. Ich habe mich dabei für die Baking-Make-up-Technik entschieden, damit das Make-up sehr wasserfest und langanhaltend bleibt. Ich lege gleich los mit dem Augen-Make-up. Dafür habe ich die untere und obere bewegliche Lider mit Keep-On Primer geprimed. Auf den beweglichen Lidern mische ich zwei Töne von der Nude Glam Palette. Als erstes trage ich die Farbe Naked Doll auf und diese toppe ich mit der Farbe Sunny Peach. Beide Töne mische ich gut miteinander und somit bekomme ich einen wunderschönen natürlichen Ton. Ich betone die Lidfalte mit dem braunen Ton von der Nude Glam Palette. Ich versuche nur leicht die Lidfalte zu betonen, da ich möchte einen natürlichen Effekt haben am Ende. Mit Cream Gel Liner in der Farbe Espresso kreiere ich einen Eyeliner. Der Eyeliner ist nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ich behalte ihn etwas natürlicher, dennoch verblende ich ihn nicht, weil ich möchte wirklich den Akzent auf den Eyeliner setzen. Mit demselben braunen Ton von der Lidfalte kreiere ich einen ganz leichten Schatten am unteren beweglichen Lid. Der Schatten ist sehr luftig und etwas breiter. Ich wollte auch ein bisschen die Augen damit vergrößern. Innenwinkel highlighte ich mit Pearl Pigment Sensation. Es ist ein wunderbarer Pigment, was highlightet extrem. Ich curle die Wimpern, damit ich die falsche Wimpern ansetzen kann. Und gerade bei so einem Make-up, wo es nicht so viel Lidschatten drauf sind, finde ich Wimpern wirklich sehr schön. Ich konturiere das Gesicht anschließend mit Bronzing Powder Diva. Ich gehe über die Stellen drüber, wo ich die dunklere Foundation aufgetragen habe. Den Lippen spende ich Feuchtigkeit mit High Reach Lip Conditioner. Für mehr Frische im Gesicht gehört natürlich ein Rouge auf die Wangenknochen. Ich habe mich für die Farbe Morena entschieden. Ich liebe es zu sehen, wenn die Braut so zufrieden ist. Das macht mich total glücklich. Gesichtsmitte highlighte ich mit dem Pigment Sensation. Das ist ein wunderschöner Pigment. Bin nicht müde zu wiederholen, weil es ist wirklich was Feines. Die Textur ist so, so fein und hinterlässt einfach einen himmlischen Glow. Meine Braut macht keinen Lippenstift, deswegen schattiere ich die Lippen nur ganz leicht. Hier ist das Endergebnis. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Lasst bitte ein Herz da, es würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal.